Herzlich willkommen zurück zum allerletzten Part von Pokémon Volt Vibe 2 Egglock. Es war ein langer Weg. Es war ein sehr, sehr langer Weg. 53 Parts. Und jetzt stehen wir endlich hier. Ja. 53 Parts später. No. Wenn wir uns überlegen, hätten wir das täglich hochgeladen und dann ist nicht so, wie wir es ja so gemacht haben, nicht am Wochenende, ne? Ja. Fast 2 Monate. Nice. Und ich muss echt sagen, so ganz am Anfang, da war ich schon echt... Ich gegen AJ. Also es war schon echt... Wir hatten unsere Höhen und Tiefen hier. Ich hoffe, im Platin werde ich nicht so viel grinden müssen. Mhm. Vor allem, weil es ja auf eine Edition spielen. Denn am Montag, das haben wir schon öfters gesagt, werden wir einen Platin-Nutslog machen. Einen ganz normalen Nutslog, wo wir dann richtig schön langsam durch Platin durchgehen, mit ganzer Story, alles vorlesen. Ich hoffe, euch wird das gefallen, wenn wir dann versuchen, so richtig schön Story mal reinzubringen, weil so habe ich das Gefühl, wir rennen einfach bloß durch. Aber ich habe teilweise bei den englischen, wenn wir die Spiele hier auf Englisch haben, wie bei Volt White, ne? Also, ja. Ich verstehe alles, aber ich glaube, so simultan was vorzulesen und es dabei simultan zu übersetzen, ne? Mhm. Das kriege ich, glaube ich, nicht hin, das direkt sofort hier zu lesen und dabei simultan zu übersetzen, ne? Und auf Englisch vorzulesen, finde ich, macht relativ wenig Sinn, weil, ich meine, wir haben hier deutschen Kommentar und dann lesen wir da englische Texte vor, ne? Ja, ich hab's ja manchmal immer bei Marcus gemacht und so, aber naja. Wir gehen jetzt weiter. Ich check mal ganz kurz. Nehmen wir auf? Ja, wir nehmen auf. Denn es geht weiter. Es geht los. Yay. Runter und hoch zum Champion. Und da können wir auch weiter darüber reden, denn wir haben, ja gut, in Schwarz und Gold White konnten wir ja nicht sehr gut den Champion-Raum jetzt direkt sehen, ne? Mhm. Der wurde ja von N und Co. kaputt gemacht. Ne? Aber wir können ja trotzdem, also wir haben ja darüber geredet, immer welche Champion-Räume uns am besten gefallen, ne? Aber nebenbei, noch ganz kurz bemerkt, wer sich Super Smash Bros. Für den 3DS kauft, ne? Ja. Der wird diese Stage vielleicht öfters mal sehen, also diesen Bereich hier, weil das ist eine Stage in Smash Bros. 3DS. No. Nur mal so nebenbei. Okay. Wir sind hier, hier links und rechts ist nichts, aber auch nochmal schön, dass man da solche Säulen hat, ne? Und ursprünglich war hier ein ganz anderer Raum, aber Lilia hat einfach mal, okay, Spoiler, Lilia ist der Champ, ne? Hat einfach mal umgeräumt. Oh mein Gott, Spoiler Alert. Und ich muss echt sagen, ne? Das gefällt mir viel besser als der letzte Raum. No. Badam. Bam. Wer hätte das gedacht? Schatz, du hast die Leute voll gespoilert, ey. Ja, sorry. Aber ich habe echt geguckt, sie wird mit einem Dragoran starten, das Multischuppe hat. Ne? Ja. Und ganz ehrlich, da ist, glaube ich, Chimmy noch die beste Wahl, weil das Dragoran kaum was gegen Chimmy ausrichten kann. Oh. Fun Fact. Lilia ist der einzige Charakter, ne? In Pokémon Schwarz und Weiß 2, deren ganz, diesen Versus-Sprite, ne? Den kompletten Körper zeigt. No. Ich muss echt sagen, der Hintergrund ist, finde ich, ganz cool. Ja. So, der Eisstrahl wird jetzt natürlich relativ wenig machen, weil... Es hat die Beere, die den Schaden verringert, ne? Alter! Chimmy krittet! Moment mal, wenn das gerade... Okay, das war ein Crit, ne? Jetzt hat sie ihre Multischuppe wieder, im Gegensatz zu Fokusgurten... Wird die ja wieder aufgefüllt, wenn das Pokémon volles Leben hat, ne? Mhm. Aber Alter, das war gerade ein Crit. Oh. Aber ganz ehrlich, das Pokémon, wovor ich am meisten Angst habe, schon wieder fast. Ach, zum Glück hat er noch einen Drachentanz gemacht. Ich habe gerade überlegt, ne? Warum mache ich bitte schon den Eisstrahl? Warum benutze ich... Oder habe ich Chimmy irgendwie Choice Bags gegeben? Ich weiß es nicht mehr, ne? Mhm. Es wäre ja viel intelligenter gewesen, hier jetzt Aqua Jet zu benutzen. Okay, ein Superior. Das ist aber, glaube ich, langsamer. Und... Moment, hat es Fokusgurt? Okay, es hat keinen Fokusgurt. Na? Mhm. Es müsste langsamer sein. Oh nein, es ist schneller. Scheiße.
Shimmy! 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 Holy shit! Holy shit! Hab ich grad Schiss gekriegt! Ich dachte wirklich, Serpi Royal wäre langsamer. Das Vieh sieht nun mal nicht so schnell aus, ne? Mm. Naja, finde ich jetzt nicht so. Also ich finde, es sieht jetzt nicht wirklich sehr schnell aus. Moment. High Dragon. Fire Blast. Focus Blast. Dark Pulse, okay. Adina, ich wollte dir zwar jetzt eine Chance geben, ne? Ach komm, YOLO. Ist die letzte Runde. Ne? Ist der letzte Kampf, YOLO. Und wenn sie dabei drauf geht. YOLO! Ganz ehrlich, und wenn sie dabei drauf geht, vielleicht geht der Fireblast. Ich meine, die Pokémon können wir euch eh nicht geben. Richtig. Vor allem habt ihr sie uns geschenkt, also. Geschenkt. Ja, nein, ich meine ja bloß, es ist natürlich immer schade, wenn Pokémon drauf gehen. Sie überlebt es. Hier kommt der Backpass. Wird er töten? Es ist sehr effektiv, es ist Stab. Es tötet aber nicht. Oh. Okay. Ich kann aber auch nicht wirklich irgendwas anderes wechseln, ne? Ne. Okay, ich könnte in Justus oder Burner wechseln. Ne? Mhm. Aber vielleicht poppt ja die Quick Claw. Versuchen wir es. Sie poppt! Oh mein Gott! Ich sag's doch gerade, vielleicht funktioniert ja die Quick Claw. Bams! Oh mein Gott! Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ich habe die kleine Adina die ganze Zeit unterschätzt. Okay. Archeops. Archeops. Was benutzen wir gegen Archeops? Archeops. Ich muss sagen, ich mag das Vieh. Zwar jetzt nicht mehr so sehr ein XY, weil irgendwie das XY-Model sieht kacke aus. Oh. Es hat Erdbeben, ne? Natürlich hat es Erdbeben. Natürlich hat es Erdbeben, Schatz. Ja, ansonsten hätte ich gesagt, komm Cesaro rein, ne? Jetzt habe ich hier aus Versehen Dingens erhöht, ne? Das würde ich echt sagen, komm, wir hauen Cesaro rein, aber es kann Erdbeben. Hm. Auch wenn es nicht Stab ist. Ach komm, wenn wir schon Adina solchen Gefahren aussetzen, warum nicht auch Cesaro? Na, warum nicht, ne? Vielleicht ist Cesaro ja auch schneller. Ich habe nämlich echt keine Ahnung, wie schnell Archaeopteryx ist. Ganz ehrlich, guckt euch hier den Sprite an, ne? Das sieht für dich noch verdammt cool aus. Und dann geht mal los in XY, ne? Und guckt euch das Model an. Komm, Cesaro. Cesaro überlebt es. Hier kommt der Eisenschädel. Selbst wenn es nicht besiegt ist, ist es schwächer. Das ist nämlich das einzig Doofe. Es hat nämlich hier diese Fähigkeit, die die ganzen Werte halbiert. Also Angriff und irgendwie, ich weiß nicht mehr alle, ob alle Werte, aber bestimmte Werte, ne? Mhm. Werden halbiert. Okay, Maxax. Maxax hat den Fokus gut. Gut, dass ich das nochmal nachgeguckt habe. Ich hätte nämlich sonst echt Justus reingeschickt. No. So sehr ich jetzt gerne auch Justus sehen würde, aber Justus benutzt Drachenklaue, Maxax kommt auf den Fokus gut und danach war's das noch. Mhm. Stattdessen kann Burner lieber zeigen, was er mit seinem Wutanfall kann. Damit sollten wir ihn eigentlich runter auf den Fokusgurt holen. Ja. Okay, er benutzt Dragon Dance. Das heißt, er ist stärker und schneller. Und er ist bestimmt danach schneller als Burner. Er setzt Erdbeben ein. Komm, Arcanis halten sehr viel aus, was Verteidigung angeht. Echt? Fucking Crit! No. Okay, Shimmy hat die Choice Bags. Aber sie haben sowieso, glaube ich, sie hat sowieso noch zwei Pokémon, ne? Und so ziemlich die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist in Shimmy zu gehen und eine Wasserdüse zu benutzen. No. Ja, weil ansonsten alle anderen Pokémon sind langsamer und wollen da nicht was einstecken. Hier kommt jetzt
Impergator. Und dann war es das, glaube ich, auch, ja? Impergator ist ihr letztes Pokémon, ja? Wow. Nice. Auch wenn wir jetzt Burner an einen Crit verloren haben. Einen fucking Crit. Like always. Ja, echt? Immer, ne? Ja. Immer verlieren wir unsere Pokémon an irgendwelche scheiß Crits. Burner hat es zwar nicht mehr überlebt, aber wir haben die Top 4 geschafft. Wir haben diesen Nuzlocke gewonnen. Yay. Es war hart, aber wir haben ihn gewonnen. Und das, finde ich, sieht noch extrem cool aus, wie dann alle Planeten in einer Konstante, in eine Konstellation gehen, ne? Also diese Konstellation. Sieht echt schön aus. Aber ganz ehrlich, was ist deine Meinung zu Lilias Krelleid? Übertrieben. Ich find's irgendwie, sieht total dämlich aus, so. Wie für ein kleines Kind. Sie ist ja auch ein kleines Kind. Ich weiß. Das sieht so lächerlich aus. Irgendwie ja. Es ist einfach dieses typische Prinzessinnenkleid, das man kleinen Kindern zu Halloween gibt. Ja. Oder Karneval. Ja. Das hat sie ja von Lysander gekriegt. Oh, wie süß. Und damit werden jetzt unsere Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Yay. Shimmy. Burner hat es leider nicht überlebt. Wegen einem fucking Crit am Ende noch. Justus, auch wenn er jetzt im letzten Kampf nicht zeigen konnte, was er drauf hat, ne? Ja. Juan! Der es wirklich sehr lange mit uns durchgehalten hat, ne? Adina, wo ich wirklich überrascht bin, dass es am Ende noch geschafft hat. Und Cesaro. Yeah! Und damit sind wir League Champion geworden. Yay. Wir haben es geschafft. Ihr könnt euch schon mal darauf freuen, dann im Platin. Ah ja, wir schalten jetzt den Easy Mode und so frei, ne? Was irgendwie total, was natürlich normal ist, ne? Wenn die Spiele so spielt. Aber da wir hier worldwide spielen, wird das sowieso schon am Anfang freigeschaltet. Was die Sache irgendwie total lächerlich macht, ne? Ich meine, wir haben das sowieso schon, ne? Ja. Tatsächlich, ich war mir am Anfang nicht sicher, ob wir die Top 4 jetzt wirklich schaffen werden, aber wir haben es ja doch noch souverän gemeistert. Ja. Auch wenn ohne Verlust mir lieber gewesen wäre, aber jetzt sehen wir noch ein hübsches Feuerwerk. Und das müssen wir uns jetzt natürlich alles noch antun, weil wir es geschafft haben. Wir haben es geschafft. Wir haben es durch die Dürreperiode geschafft. Und alle freuen sich schon auf Platin. Guck mal, wir werden noch von allen Top 4 Mitgliedern beglückwünscht. Yay. Ich finde sowas, das machen sie ja in der Regel immer bei Pokémon, ne? Ich finde, so ein bisschen hat das in XY gefehlt, meiner Meinung nach. Ja. Ich meine, klar, du hattest dann am Ende diese Parade, wo du noch gegen AZ kämpfen musstest, ne? Aber irgendwie war's, fand ich es eher relativ, also da hätten dann ruhig auch noch die ganzen Arena-Leiter da sein können und so, ne? Und dir dann so beglückwünschen. Wie beispielsweise hier kriegst du ja jetzt noch mit Fotos, wie du mich jetzt komplett den ganzen Weg wieder zurückrennst. Das finde ich nämlich echt schön. Ne? So quasi, dir wird nochmal vor Augen geführt, was habe ich denn jetzt in der ganzen Zeit geschafft? Ne? Wir haben jetzt mit Grinden alles, beim Grinden natürlich immer direkt, habe ich natürlich auch teilweise Speed-Up-Button benutzen, deswegen war es natürlich ein bisschen schneller als so, ne? Ja. Aber es waren jetzt 44 Stunden. Ich schätze mal so ziemlich, wenn man unsere ganze Playlist durchguckt, sind das so 30 Stunden ungefähr. Wenn nicht noch mehr. No. Und hier sind wir Benson! Direkt vor diesem Apoquallet-Bild. Wo du gerne mit mir ein Foto gemacht hättest, ne? Oh, wo du mir gerne mit mir ein Foto machen würdest, ne? Ja, total. Und Lysander, wie sie jetzt das ganze Eis entfernen. Lustig, dass der Bagger das einzige ist, was außer uns auch noch in Farbe ist.
Was komplett. Der Bagger muss unbedingt in Farbe sein, Schatzi. Ja, echt, was komplett unnötig. Hier verstehe ich ja noch, hier das Flugzeug in Farbe, ne? Aber warum der Bagger? Ja, es ist wirklich irgendwie so total unnütz, ne? Weil gelb in Farbe sein muss. Gelb muss immer rein. Gelb ist wichtig. Und damit Turner. Und Ents Schwestern. Und den einen Team Bitch-Face-Typ. Und Melvin. Der gerne unsere Pokémon tötet. Yay. Und Bryson hier, der Eis-Arena-Leiter. Was? Ach nee, Moment, das ist von dem Pokémon World Tournament. Ich wollte gerade sagen, ne? Weil ich nicht verstehe. Wir gehen irgendwie komplett da runter. Warum rennen wir zuerst nach Pokéworld, um dann wieder hochzurennen? Aber nein, das ist ja von dem Pokémon World Tournament. Wo er irgendwas macht. Ich habe echt keine Ahnung mehr, wie er heißt, aber ich finde den verdammt cool. Und hier. Camilla hat uns natürlich entdeckt, wie wir in der Menge stehen. Ne? Und hier bei ihren Laufstickteilen zugucken. Wir haben ja auch sonst nichts zu tun. Ja, wir sind jetzt auf dem ganzen Weg zurück und geben an, ich bin jetzt Champion. Und hier dann richtig Feier mit Arti. Yay, wir haben auch nichts Besseres zu tun, als so einen riesen Auftritt zu machen, ne? Ja, echt. Wir sind einer von vielen, wir haben es geschafft. Und nein, kommt der Nächste, der es und schafft. Und hier sehen wir Roxy bei ihrem Konzert. Nein, du musst dir mal wirklich durchgucken, ne? Wir sind nicht einer von vielen. Also wer öfters King Nappy guckt, ne? Der wird auch schon öfters von seiner Theorie gehört haben, denn es sind sehr viele, die Pokémon League Challenge antreten. Wenn man sich teilweise die Leute in der, hier die Trainer in der Siegesstraße anhört, ne? Da ist wohl irgendwo, da sehen wir Bitchface. Seine Haare werden im Wind. Oh, das sieht so toll aus. Oh, geil. Na, das spricht er auf jeden Fall mal öfters an und ich gucke ja mal gerne King Nappy, ne? Wenn man sich mal wirklich so die Sachen durchliest, ne? Da ist, glaube ich, irgendwie in Kanto in der Siegesstraße, wenn du da bei... wenn du... Also ich weiß, dass er viele antritt. Ich meine, nur irgendeiner wird es dann ja sowieso wieder schaffen. Und dann wird er auch so gefeiert. Ja, natürlich. Das ist was Besonderes. Nee, wenn du nicht bei X, wenn du nicht bei Gold und Silber dann da hingehst, ne? Da meint nämlich, wow, endlich kommt hier mal ein Trainer vorbei. Hier war keiner mehr seit... der letzte war hier vor 3 Jahren. Ernsthaft? Ja, was ja dann quasi du bist im vorherigen Spiel. Ja. Was mir dann wirklich zeigt, nicht sehr viele machen wirklich die League-Challenge. Wahrscheinlich kommen sie gar nicht bis dahin. Ja, und das hier finde ich immer noch, das finde ich wirklich am allerschönsten, ne? Weil ich meine, die Arena-Leiter, die meinen ja auch nicht so, dass viele bei denen verkacken und so. Ja, das finde ich echt am schönsten, ne? Wir machen den ganzen Weg. Den ganzen weiten Weg. Wir sind die ganze Reise, ne? Ja. Und am Ende... gehen wir wieder zurück in unser Haus, wo wir angefangen haben, zusammen mit unserer Mutter, die auf uns gewartet hat. Und nebenbei ein bisschen knacki-knacki gemacht hat. Mit wem, bitteschön? Mit Professor... Professorin... Professor Esche wohnt nicht mal in der Stadt. Mit der Mutter von dem an! Ganz ehrlich, mit Karl, sonst würde ich ja echt sagen, aber bei ihr bin ich mir echt nicht so sicher. Ja, okay. Tja, und damit haben wir es geschafft. Mit einem der Arena-Leitern. Hier haben wir es geschafft. Welcome home, bla bla bla. Bla bla bla. Und da sehen wir jetzt... ich bin bla bla, aber ihr könnt mich ruhig bla nennen. Richtig. Sehen wir noch Professor Esche Senior, weil ich habe noch was vor, bevor wir hier beenden. Yay, wir haben jetzt den National-Pokédex. Yay. Hi, Cedric. Er heißt... ich weiß nicht, aber ich finde den deutschen Namen irgendwie passt besser als Cedric. Bei Cedric muss ich immer an Harry Potter denken. Ja, Cedric klingt meiner Meinung nach... Spoiler, auch, der ist tot. Cedric klingt meiner Meinung nach auch ein bisschen... jung. Ja, ne? So. Ja, aber du musst halt so bedenken, ne? Irgendwann, Schatz, ja, natürlich wenn wir einmal erwachsen sind,
und alt und grau. Dann denken die Leute auch so, Nils klingt aber irgendwie jung. Oder denken heutzutage schon so, Nils klingt aber irgendwie alt. Würde ich nicht mal sagen, weil Nils nicht so ein weit verbreiteter Name ist. Ja. Ja, guck schon mal. Oder guck mal irgendwie Peter. Das ist so ein Name, der klingt typisch nach alten Leuten. Nur das muss man bedenken, diese Leute waren früher auch mal jung, ne? Also, wenn man jetzt damit ankommt, ja, Cedric klingt so jung, ja. Vielleicht war der damals auch schon ein schöner Name. Naja, auf jeden Fall, ich finde auf jeden Fall, Eberhard passt besser zu ihm. Ja, Eberhard klingt immer nach einer typischen, klassischen, älteren Person. Ja. Nicht unbedingt, Mann, das heißt, unbedingt ich kann alt im Sinne von, ich bin ein alter Mann, aber so 40. Mann, aber das heißt, ich kann jetzt nicht das machen, was ich wollte, weil ich dachte, wir hätten Kaskade, ne? Und dann wäre ich jetzt hingegangen und hätte noch den Kampf gegen Mew angefangen. Hm. Sucks. Schatz. Ja. Ganz ehrlich, John klingt auch nicht gerade alt. Das stimmt. Und das ist so ziemlich der weit verbreiteste Name in Amerika. Guck dir schon allein das WWE-Team an. Wir haben einen Jonathan, wir haben einen John, wir haben, glaube ich, noch einen Jonathan. Shady Penguin heißt Jonathan. Siehst du? Nee, einer der Usos hieß ja John, ne? Ja. Stimmt, der hieß ohne Haar und John Cena heißt mit Haar. Das finde ich auch so komisch. Es gibt eine John-Version ohne Haar. Finde ich irgendwie total komisch. Ja, weil die Usos kommen, glaube ich, auch nicht... Fuck, wollen die nochmal gegen uns kämpfen? Oh, anscheinend. Ich wollte jetzt eigentlich noch hier gegen Labrador den Kampf anmachen, weil an sich wollte ich echt lieber Mew nehmen, aber Mew ist ja nicht da. Oder ist da, aber wir kommen nicht hin. Na. Und ich habe gerade keinen blassen Schimmer, wo man Kaskade kriegt. Na. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube nämlich, die Usos kommen gar nicht richtig aus Amerika. Natürlich kommen die nicht aus Amerika. Yes! Müssen wir uns eben hier kurz durchkämpfen. Oh nein, Burner hat sich verliebt. Ist jetzt auch komplett scheißegal, ob ich nur irgendwelche Pokémon umbringe. Deswegen wird das John wahrscheinlich dann auch ohne H geschrieben, schätzen wir. Ja, aber es gibt auch aus Amerika die ohne H-Version. Das finde ich immer noch komisch. No. Ja, wahrscheinlich. Just for fun. Wahrscheinlich wollen die auch mal was anderes haben als immer nur John. Ja, ich weiß nicht. Also ich persönlich finde es komisch. Oh, ich wollte jetzt echt nicht noch gegen die kämpfen. Ich wollte jetzt noch eben in einem Kampf von einem legendären Pokémon. Am liebsten natürlich Mew. Alter, übertreib mal. Aber dann klappt's ja natürlich nicht. Oh, Alter, Robustheit. Übertreib mal. Wieso? John Cena heißt John Felix Anthony Cena. So what? Übertreib! Wieso nicht noch ein paar Namen? Ich meine einen zweiten Vornamen, ja okay, das ist ja generell, ne? Aber schon einen dritten finde ich schon immer manchmal so, Ja, wenn deine Eltern dir halt so viele Vornamen geben wollten. Ja, die haben eben halt keine Lust, noch mehr Kinder zu bekommen, also packen sie alle Namen, die sie ihren Kindern geben wollten, in einen, auf ein Kind, ne? Ja. Yay. The Doctor of Und jetzt haben wir es, glaube ich, hoffentlich geschafft. Wir können ja noch irgendwas zu dem Eglog sagen, den wir hier gemacht haben. Schatz, wie groß bist du? Schatz, jetzt lass lieber nicht über WWE reden, sondern lass über diesen Eglog reden. Ich will doch nur wissen, wie groß ich bin. Ich sag dir nicht, wie groß ich bin. Warum sagst du mir nicht, wie groß du bist? Weil du es wissen müsstest. 1,83? So. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, mir hat dieser Eglog sehr gefallen. Ich hoffe, auch euch hat er sehr gefallen. Und schaut auf jeden Fall rein, wenn wir dann unseren Platin-Nuzlock machen. Nee, das wird scheiße. Schaut nicht rein. Es ist doch. Und wir sehen uns am Abend das nächste Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.